Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Vorab, warte mal, bevor ich hier weiter quatsche, wir müssen mal gucken. Ach so, doch, bessere Auflösung geht, wollte ich schon gerade sagen hier. Kann ja nicht wahr sein, was das hier gerade für eine Auflösung war. So, wir gucken uns das Video an von. Ich überlege gerade, wie ich das aussprechen soll. Herakei? Herakei. Ist das richtig? Auf jeden Fall reagieren wir auf dieses Video. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich bin ganz gespannt. Ist schon etwas länger her, das Video, aber ich habe ja schon gesagt, wir reagieren auf alte Videos. Wir gucken uns einfach an, was die so machen können und ne, was die anderen so drauf haben. So. Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Alter, hat einfach ein. Alter, hat er noch mehr so eine Figuren? Alter, hat einfach einen Stormtrooper. Hat einfach einen Stormtrooper im Hintergrund, Mann. Ein Stormtrooper! Ich bin absoluter Star Wars-Fan, wie man das, glaube ich, hier im Hintergrund sehen kann. Nee, kann man nicht sehen. Fuck, ach doch, da hängt ein Bild. Ja, unglaublicher Verfall. Alter. Und Deadpool, wie es aussieht. Ich bin hier bei Nick. Ja, Leute, noch. Also, was das Räumliche angeht. Bombe, ne? Also, ist ja wie bei uns, feiere ich natürlich übelst. Also besser geht's gar nicht. Immer schön Filmdeko überall hängen, Bilder, dies, das, Ananas, sieht Bombe aus. Was sieht's hier aus? Ja, Leute, ich lass mir Ey, ich will diesen Stormtrooper haben, ne? Der sieht so heftig aus. noch ein Tattoo. Ey, guckt euch an, wie der einfach in der Ecke steht. Ich komme darauf gar nicht klar. Tattoo Ist zu stechen. geil. Was für ein Tattoo ist. Nehme ich überhaupt auf? Ja. So. Wird und wie es aussehen wird, werdet ihr gleich sehen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal. Tattoo-Pflege wichtig. Ah, gucken wir mal, was man besser sein lassen sollte. Alter, ist alles ganz schön verschwommen. Was ist da mit der Kameraauflösung los? Aber gut, das ist auch schon, glaube ich, älter, das Video. Für mindestens 2 Wochen. Dieses mindestens ist ja geil. Mindestens 2 Wochen. Direkte Sonnenstrahlung aufs Tattoo, Sonnenbank, schwimmen gehen, baden. Jeglichen Kontakt zu Bakterien vermeiden. What? Wie willst du denn jeglichen Kontakt zu Bakterien vermeiden, wenn Bakterien sogar, naja, irgendwo auf deinem Tisch sein könnten, wenn du verstehst, was ich meine? Das Tattoo ist sozusagen eine offene Wunde mit einem Fremdkörper. Tattoo von. Ja, man sollte einfach darauf achten, dass das Tattoo gut gepflegt ist. Okay, jo. Ja, geil, dass die sowas da hängen haben auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist ein bisschen schwammig, was da hängt. Also ganz klar, das ist sehr schwammig. Weiter. Alter, die Optik von diesem Laden ist bombastisch gut. Dieser Stormtrooper. Dafür würde ich fast töten. Okay. Ja, Leute, wir haben lange überlegt, wo wir das Tattoo jetzt hinmachen. Entweder hier vorne oder hier hinten. Wir haben uns für vorne entschieden, Leute. Und ihr könnt euch das gleich anschauen, wie es aussehen wird oder was es wird und welche Bedeutung das hat. Werde ich parallel in einem anderen Video sagen. Und da werde ich meine ganzen Tattoos euch erklären. Wir sehen uns. Okay, weiße Handschuhe, Mundspachtel, schmiert irgendwas ein. Ich kenne irgendwoher, das stimmt, das hat auch ein Kunde von uns, diese hier, könnt ihr wieder meine Maus folgen. Und zwar dieser Kasperle, den hat er auch. Was bedeutet der nochmal? Schreibt es in die Kommentare. Okay, auf jeden Fall richtig oldschool am Start. Spulenmaschine mit Gummi hier, zack, riesenlaut. Also Geräte finde ich immer. Ich finde die Therapien übertrieben. Wenn du als Kunde reinkommst, kriegst du eigentlich schon Angst. Kriegst du schon Panik, weil die Geräte so laut sind. Ich stehe halt auf den neuen Scheiß. Nichts eingepackt. Ist schon mal ein riesen Albtraum. Also denke ich jetzt. Sieht jedenfalls so danach aus. Mal gucken. Ah! Ach, hier sehen wir gerade die Vorlage. Okay, alles klar. Also es wird. Quasi ein Adlerkopf, also nur das Gesicht, nichts weiter. Ich bin gespannt, wie er das ausmalt.
Also, wie er es drumherum macht, dass es dann auch wirklich so wirkt. Weil ich hätte diesen, wenn ich diesen Adler gemacht hätte, krass, wie ich mit meinem Stift gerade drauf zeige. Also mit der Maus hier, also ich zeige mal mit der Maus drauf. Wenn ich diesen Adlerkopf gemacht hätte, dann im Ganzen. Also klar, der ganze Kopf von einem Adler kommt immer besser als nur diese Fratze. Weil wie willst du das auslaufen lassen mit den Federn? Das sieht sonst eventuell komisch aus. Hat dir aber ganz schön hoch eingestellt, du. Ganz schön hoch. So, er arbeitet auch, wie wir im Hintergrund sehen können, mit diesen Farbkappenhalter. Finde ich, ist ein absolutes No-Go. Das ist ein Keimfänger. Also gerade weil er auch gesagt hat, oder vorne hängt er seine Tattoo-Pflege und er sagt, Bakterien hier und da vermeiden. Das ist der Bakterienfänger Nummer 1. Den würde ich immer weglassen, weil du kannst die Farbkappen auch so einfach da mit Vaseline befestigen oder sonst was. Es gibt auch mittlerweile, so, gut, ist 2 Jahre her, mittlerweile gibt es auch so viele andere aus Plastik, die du danach wegwerfen kannst. Also was ich damit sagen will, ist, heutzutage ist alles ein weg. Wie sein Griffstück ist zum Beispiel auch ein weg. Das ist, also ein weg bedeutet, benutzt du einmal und danach wirfst du es weg und wirst ein neues auspacken und benutzen. So, weiter geht's. Okay, er zieht schon mal die Linien vor bei dem Adler. Dieses Motiv, was er da hat, ich würde auf nicht eine Linie damit ziehen. Also wenn dann mit einer S-Nadel, also einer Round Shader, damit es schön weicher wirkt. Damit kannst du auch mehr ausschattieren dann quasi für jede einzelne Federpartie, die, für die Details. Er zieht das alles vor. Ich weiß jetzt schon, ohne dass ich dieses Video gesehen habe, weiß ich jetzt schon. Gehe ich von aus. An dieser Stelle auch schade, aber es wird nicht schön, glaube ich. Boah, Leute, diese Stelle, ne, die tut so übertrieben weh. Alter, eine Star Wars Mütze. Mega gut. Servus, Leute. Ach, das ging jetzt aber schnell, du. Hätte ich es gerne noch mehr gesehen. Jetzt will ich noch mal, da muss ich jetzt mal kurz noch mal zurückspulen hier. Mit was macht er denn da? Ist das ein Desinfektionsmittel, womit er jetzt noch mal auf die Wunde geht? Oder was ist das? Oder hat er, ach so, oder hat die Flasche einfach nur voll gemacht mit seinem eigenen Seifenwasser? Das kann natürlich sein. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Servus Leute, was geht? Ich zeige euch mal kurz, wie das schon bis jetzt Ach so, aussieht okay, geht noch mit weiter. Oh. Dachte, er ist dem fertig, weil es so klein ist. Zwischenergebnis. Robada. Sag mal. Ich werde es erkennen. Muss ich jetzt sowas sagen? Nee, oder? Er hat ganz schön viel Bimsel-Bamsel auf seinem Arm. Alles sehr unplatziert. So hat man früher übrigens auch begonnen zu tätowieren, aber nicht vor 2. Also ich rede jetzt richtig vor 15 Jahren. Also ich habe das leider teilweise auch noch so drauf. Aber ich habe auch angefangen, da war ich 16 und mittlerweile bin ich fast 31. Deswegen, also was ich damit sagen will, ist, es sind 15 Jahre her. Da war das noch so. Leider Gottes. Ich bereue diese Seite nicht extrem, aber auch, weil ich würde, naja, sowieso heutzutage was Neues halt drauf machen. Ja, diese einzelne Klimbim-Scheiße auf dem Arm, finde ich, ist einfach nicht schön, ist nicht cool. Man könnte die Themen viel mehr ausreizen, viel größer ziehen, dass der ganze Arm schön voll ist. Ich kann auch drauf schwören, dass dieser Junge irgendwann auch die Lücken voll haben will, wenn er es nicht schon getan hat. Wie gesagt, das Video ist schon etwas älter. Und da bin ich mir ganz sicher, das wird er voll gemacht haben und das wird richtig ruiniert worden sein. Da bin ich mir ganz sicher, weil wie willst du diese Lücken schließen, dass wirklich alles zusammen harmoniert? Das kann ich euch sagen, wird nicht der Fall sein, dass es gut aussieht. Da bin ich mir ganz sicher. Aber wir gucken mal weiter. Mach kein Auge, du Wisch. Wie kommt es, dass die Leute immer so eine Beats im Hintergrund machen dürfen? Wenn ich sowas mache, kommt sofort irgendein Penner und claimt mich. Leute, wir sind fürs Erste fertig und oh shit. Okay, sind fertig. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Wollt ihr das sehen, Leute? Oh. Ist ja nicht dein Ernst. Müsste man jetzt abgehalten nochmal sehen, aber ich finde, dass Black and Grey ist nicht sauber eintätowiert worden in der Haut. Wobei ich zugeben muss, diese Stelle hier, da ist die Haut sowieso ein bisschen komisch, nenne ich das jetzt mal. Sie ist da sehr außergewöhnlich. Deswegen kann es da auch so ein bisschen so wirken, aber nichtsdestotrotz müsste die linke Seite dann auch ein bisschen weicher aussehen. Weil, was ich damit sagen will, ist, hier sind viele Falten und Poren, die öffnen sich einfach sehr schnell extrem und schwillt schnell an und sieht einfach nach Höhen aus. Aber die linke Seite, sieht genauso scheiße aus. Also, das tut mir echt leid, dass ich sowas sagen muss. Ich will das, also wie gesagt, es ist ja nur meine Meinung. Jeder andere kann es da draußen toll finden, gar kein Ding. Aber ich finde es erstens völlig deplatziert, gar nicht gut platziert halt. Und ich finde, die Schattierungen hätten noch viel weicher sein können. Und ich finde, da muss auch noch mehr Kontrast rein. Auch wenn es ein Weißkopfadler ist, finde ich, kann man das doch besser zur Geltung bringen. Das ist hier nicht gelungen. Nee. Er hat zwar Weiß benutzt in einem Auge und dadurch kommt das Auge auch ein bisschen raus, so wie ich das jetzt gerade sehe, aber nee. Ganz klar, was hier in erster Linie ein Riesenfehler ist, und zwar die Beratung. Es ist immer schwer, sowas zu erklären, aber das sieht halt danach aus, als würde da ziemlich viel an Beratung fehlen, wie ich dem Kunden das am besten verkaufen kann. Sprich im Sinne von, wie platziere ich das am besten auf der Körperform, wie passt das so am besten, wie groß mache ich das. Viele wollen sich immer nur ein kleines Tattoo stechen, weil wegen den Schmerzen. Aber du kannst ja auch ein großes Tattoo machen, dann machst du Bloodlines, ziehst du vor, die sind ganz, ganz winzig hellgrau und machst dann nächstes Mal halt weiter. Das geht ja auch, ne? Also da läufst du halt ganz kurz halbfertig rum. Aber mein Gott, da machst du halt einen Termin jeden Monat und dann ist das Ding auch durch. Ja? Also je nachdem, wie natürlich dein Heilungsprozess von der Haut her ist. Ich mache es immer so bei Leuten, meistens so alle 2 Monate. So, ja, gucken wir weiter. Nee, also muss ich leider sagen, tut mir echt leid, aber also Studio sieht übergeil aus. Ich habe gerade übertriebene Erwartungen gehabt. Zu hohe vielleicht wahrscheinlich, weil ich mir dachte so, ja, ich finde die Kulisse halt einfach geil von dem Studio, das spricht mich natürlich sofort an, aber die Ausführung ist leider Grotte. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wo dieser Laden wäre, aber das werde ich glaube ich nicht herausfinden. Oder steht in der Videobeschreibung, kann natürlich auch sein, gucke ich vielleicht nochmal eventuell nach, aber das wird ja hier dann nicht mehr aufgezeichnet. Aber das ist definitiv keine Großstadt, nehme ich mal an, und also es sieht nach Dorftattoo aus, also Dorftätowierer, ja, nenne ich das jetzt mal so. Es gibt auch krasse im Dorf, ja, so ist es jetzt nicht, das will ich jetzt damit nicht sagen. Was ich damit sagen wollte ist, die sind immer, ich weiß nicht warum, das ist irgendwie ist auch ein bisschen klischeehaft, aber die tätowieren einfach irgendwie anders, finde ich, außer Ausnahmen, wirklich, aber die sind irgendwie anders als in großen Städten, das ist einfach so. Könnt ihr ja mal eure Meinung da lassen, ob das so ist oder nicht, aber ich finde irgendwie in Großstädten, ach hier, wisch mal. Ja, da sind irgendwie besser. Da hast du auch mehr Auswahl an Tätowierern. Vielleicht liegt es auch daran, weil der um die Ecke war und hat gesagt, komm, da gehe ich hin. Aber der hat sich auf jeden Fall hier, der Hirakei, ich nenne ihn jetzt Hirakei, ist bestimmt richtig. Ich glaube, der hat sich nicht richtig erkundigt. Der ist einfach hingegangen, zack, um die Ecke, ich will mich tätowieren lassen, zack, boom, geil, ich habe ein Tattoo auf der Haut, geil, bomb, bang, Instagram, pick und zick, zack, gute Nacht. Ist das fertig? Ich finde das cool, machen ja viele machen es ja dann mal so. Ja, es ist sehr unüberlegt. Ich würde gerne wissen, ob der noch mehr Tattoos von hier das filmt. Weil er ist ja, glaube ich, ein Vlogger, oder? Da will ich gerne noch, ich will sehen, wie die den Arm weitermachen. Mann, da muss ich dranbleiben, da muss ich mal gucken. Wenn nicht, schickt mir bitte einen Link über Instagram, Tintenfüller Sascha mit UE, und ich will da weiter dranbleiben. Ja, Leute, jetzt kann es so gehen. Mich hätte mal interessiert, wie es noch eingepackt ist. Achso, okay, gut, das war's schon, sehe ich gerade. Ah, oh, warte mal. Nee.
Okay, ich dachte, hier gibt es gleich irgendwie mal ein neues Video für das weitere andere Tattoo, meine ich, aber ist nicht so. An dieser Stelle, das war's leider schon wieder. Aber das fand ich irgendwie interessant, das Video, weil ich habe da schöne Dinge gesehen, wie die ganzen Filmfiguren. Und das Studio sieht echt gut aus. Ja, und dann wurde es leider immer grauenhafter und dunkler. Auf der Seite des Mondes. Und ja, an dieser Stelle gib dem Video ein Däumchen, bis deine Antenne, aktiviert die Glocke und abonniert den Channel. Haut da rein.